Ja, liebe Zuschauer, wir haben jetzt viele Ämter schon kennengelernt und überall war die Stimmung gut. Aber in so einer Stadtverwaltung gibt es natürlich auch Ämter, die sich mit traurigen Themas beschäftigen. Ämter, wo Schicksale besiegelt und Lebensträume zerstört werden. Deshalb besuchen wir jetzt auch zum bitteren Ende das Standesamt. Herr Hassenrath, Sie sind dran. Das ist der Herr Tauch, der leitet das Standesamt. Im Gespräch wirkt der Mann sehr sympathisch und vertrauenswürdig. Aber ich glaube, genau da liegt auch der Trick im Pfeffer begraben. Herr Tauch scheint mir nämlich sehr geschult darin zu sein, Männer die Angst zu nehmen und die zu erklären, dass Ehe nichts anderes ist als wie ein Kompromiss. Für uns Männer bedeutet Ehe ja immer ein Geben und ein Weggenommen kriegen. Aber hören wir doch mal, wie der Herr Tauch seine Tätigkeit selbst beschreibt. Das Standesamt nimmt Anmeldungen zu Eheschließungen für alle Nationen entgegen und prüft die Ehefähigkeit. Im Stadtgebiet Hückelhofen werden die Eheschließungen an drei unterschiedlichen Trauorten durchgeführt. Sterbefälle aus dem Stadtgebiet Hückelhofen werden bei uns beurkundet. Bestattungen auf allen städtischen Friedhöfen im Stadtgebiet werden durch uns veranlasst. Tja, das ist sicher kein Zufall, dass der Mann, der die Menschen verheiratet, gleichzeitig auch für die Bestattungen zuständig ist. Gefühlt kommt das ja manchmal auf das Gleiche raus. Ja, vielleicht sehe ich das aber auch nur so, weil ich damals nicht auf meinen Opa gehört habe. Der hat nämlich früher schon immer für mich gesagt, Will, merk dir eins. Liebe macht blind. Das Problem ist, sobald du verheiratet bist, kannst du schlagartig wieder sehen. Tja, liebe Zuschauer, das war es von mir. Ich hoffe, ich konnte Sie mit dieser spannenden Reportage über die Stadtverwaltung Hückelhofen ein bisschen die Behördenangst nehmen und Sie vor allen Dingen zeigen, dass hier ganz normale Menschen arbeiten. Und der Bürgermeister. Ich würde mal sagen, wir sehen uns bald wieder. Wahrscheinlich viel früher, als wie sie lieb ist. Ihr Hassenrath Will.